Hi Freunde, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne was vorstellen für die Ohren, und zwar Bluetooth-Kopfhörer von der Firma Tahotronics. Normalerweise kosten die Lautsprecher 24,99 Euro, war vor einigen Tagen im Blitzangebot für 19 Euro. Und ich habe neue Kopfhörer gebraucht und deswegen habe ich gedacht, jetzt hole ich mir doch einfach mal Bluetooth-Kopfhörer, sage ich jetzt mal, für Sport und so weiter. Und ja, hier hinten auf der Verpackung ein QR-Code, ansonsten ist die Verpackung recht schlicht gehalten. Ja, alles grau, keine Farben und so weiter. Ist ja auch okay. So, dann machen wir es mal auf hier. Dann haben wir hier nochmal weitere Paketchen. Okay. Zwei Paketchen. Dann schauen wir mal in das erste Paketchen hier rein. So, hier haben wir auch schon die Kopfhörer. Und so schauen die aus. Ich habe gedacht, die werden ja noch einen Ticken größer. Aber das gefällt mir doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben hier ein Flachbandkabel in der Farbe Neongrün. Diese Kopfhörer gibt es auch in verschiedenen Farben, also in Schwarz-Grün, in Weiß und in Schwarz. Und ich habe mir in Schwarz-Grün das Ganze geholt hier. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Auch die Ohrhaken bestehen hier aus Gummi. Ja, schauen wir uns das zweite Paketchen einmal an. Wir gehen gleich nochmal näher auf die Kopfhörer drauf ein. So, dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung. Hello, schauen wir mal. Ah, sogar auf Deutsch. Lieferumfang. Da sehen wir hier auch nochmal die ganzen, ja, das ganze Zubehör und so weiter. Hier nochmal die ganzen Anschlüsse. Hier könnt ihr mal pausieren. Hier seht ihr auch die technischen Daten. 16,4 Gramm. Ja, das ganze Teil wiegt nämlich überhaupt nichts. Bis zu 175 Stunden Standby und 5 Stunden Wiedergabezeit. Das ist natürlich richtig geil. Reichweite 10 Meter. Natürlich Bluetooth und so weiter. Ja, Rauschunterdrückung. Ich würde sagen, ja. USB, Micro-USB-Kabel, was wirklich sehr, sehr kurz ist. Aber auch Flachband und so weiter. Es reicht allerdings auch. Man schließt das Ganze an USB-Hub an oder an USB-Adapter. Von dem her passt das Ganze. So, dann haben wir hier nochmal in kleine Tütchen verpackt. Nochmal verschiedene Ohrhaken bzw. Ohrstöpsel, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wie eure Ohren sind bzw. die, ja, die Ohrlochgröße, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir hier auch nochmal verschiedene Halterungen für die Ohren. Packen wir das Ganze einfach mal aus. Besteht hier nicht alles aus Plastik, sondern aus Gummi. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe ja zuerst gedacht, das wäre Plastik oder sowas. Aber das wäre natürlich auch für den Tragekomfort nicht so ideal, sage ich jetzt mal. Und die sind auch gekennzeichnet mit Recht RM und LM und so weiter. So, ich habe jetzt leider keine Fingernägel, deswegen musste ich kurz mit dem Teilchen hier das Ding öffnen. Aber hier hinter befindet sich der Micro-USB-Anschluss. Den können wir dann auch hier schön wieder zumachen und so weiter. Und das Ganze ist auch schweißfest, sage ich mal, schweißbeständig. Dann gibt es hier keinerlei Knöpfe auf der linken Seite. Hier können wir nichts machen. Auf der anderen Seite haben wir sehr wohl ein paar Knöpfe. Einmal haben wir hier diesen Power-Knopf bzw. Play-Pause-Button oder auch den Anruf-Annahme-Button, weil wir haben ja auch ein integriertes Mikrofon mit einer Freisprechfunktion. Und ich schalte das Ganze jetzt hier einfach mal ein. Und hier seht ihr jetzt den Pairing-Modus. Es besitzt kein NFC, das heißt, wir müssen das ganz normal per Bluetooth verbinden. Viermal die Null wahrscheinlich. Gucken wir dann auch gleich nochmal. Dann haben wir hier lauter, leiser. Wahrscheinlich auch vorspulen, zurückspulen und so weiter. Hier das integrierte Mikrofon. Und ja, ich muss sagen, ich habe gedacht, dieser Teil hier wäre auf jeden Fall größer. Ich finde das jetzt nicht allzu extrem. Von dem her habe ich schon die Befürchtung gehabt, okay, das könnte doch ein bisschen beschissen aussehen, wenn man die trägt oder sowas. Aber ich denke, das passt eigentlich soweit. Ich würde sagen, ich verbinde das Ganze jetzt einfach mal mit meinem Smartphone. Ich gehe nochmal näher ran, dann könnt ihr das Ganze nochmal genauer betrachten. So sieht das aus. Ich drehe nochmal das Ganze hier rum. Hier hinten steht auch nochmal ein bisschen Zeug drauf, was keine Sau interessiert. Rechts. Ja, um den Kopfhörer einzuschalten, müsst ihr mehrere Sekunden auf den Power-Knopf drauf drücken. Dann blinkt er nämlich rot und blau. Das heißt, da ist er jetzt im Status, wird verbunden. Und wir sehen hier auch Tahotronics TTBH06. Da verbinden wir uns jetzt einmal. Besitzt kein NFC, das heißt, entweder pairt er automatisch oder ihr müsst halt viermal die Null eingeben. Und wenn ihr dann verbunden seid, dann blinkt einmal ganz kurz der Kopfhörer
in 7-Sekunden-Takt, aber nur ganz kurz und das finde ich sehr gut. Es ist nicht so auffällig und so weiter. Das würde mir persönlich nicht so gut gefallen. Und wenn ihr die Kopfhörer ladet, dann leuchtet die LED rot und wenn das dann vollgeladen ist, dann leuchtet die konstant blau. Und ja, wir sind jetzt hier verbunden und schauen wir mal, ob der Sound darüber abgespielt wird. Ja, ich höre es. Ihr hört es wahrscheinlich jetzt nicht so. Naja. Ja, das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich werde den Kopfhörer jetzt mal austesten. Wir sehen uns gleich beim Fazit. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr die Kopfhörer tragt. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr angenehm an. Wirkt auch nicht so klobig. Jetzt zeige ich das mal voll von der Seite. Und die Haken sind natürlich ideal. Das hakt sich hier wunderbar ein. Da müsst ihr natürlich schauen, es gibt ja verschiedene Größen und so weiter, dass ihr dann die passende Größe nehmt. Auf jeden Fall sehr angenehm. Der Sound hört sich auch wirklich sehr gut an. Und ich bin wirklich gespannt. Bis gleich. So, Freunde, auf geht's ins Fitnessstudio. Dabei werde ich die Kopfhörer testen. Bis gleich. Noch 5 Minuten, Leute. Ja, Freunde, ich bin gerade fertig mit dem Training und befinde mich hier gerade im Ruheraum. Psst. Und ich habe jetzt hier die Kopfhörer 2 Wochen lang getestet gehabt. Und ich muss wirklich sagen, von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Diese Kopfhörer kosten momentan auf Amazon 25 Euro. Da kann man absolut nicht meckern. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Vom Sound her, also vom Bass, von den Höhen her, absolut top genial. Auch von der Akkulaufzeit her kann man sich überhaupt nicht beklagen. Die Dinger halten gut 8 Stunden oder sowas. Ich habe gedacht, mein Gott, das könnte auch ein bisschen lästig sein, die Dinger immer wieder aufzuladen. Aber ich habe so einen externen Akku mir besorgt. Und der ist immer in der Sporttasche und damit lade ich dann auch die Kopfhörer und somit brauche ich dann vielleicht alle 2, 3 Monate bloß den externen Akku laden. Das ist natürlich richtig genial. Freisprechen hat hier auch wunderbar funktioniert. Ich habe einen Kollegen gut verstanden. Der Kollege hat gemeint, okay, es hört sich so an, als wäre ich ein bisschen weiter weg oder sowas, aber es war dennoch okay. Ja, von der Funktion her funktioniert das Ganze hier wunderbar. Musik hören einwandfrei. Was jetzt ein bisschen problematisch war, ist Filme schauen zum Beispiel. Da ist der Ton nämlich so ein bisschen versetzt, so 0,5 Sekunden oder sowas. Das merkt man beim Minimal, mich stört es jetzt aber nicht so. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Däumchen, Freundchen würde mich sehr freuen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.